Hallo und herzlich willkommen bei Strugglecaster, der Channel, der von einem Anfänger an der E-Gitarre kommt und sich an Anfänger an der E-Gitarre richtet. Heute haben wir das Ganze mal aus einer etwas anderen Perspektive und ich erspare euch mein Gesicht, denn heute ist der World String Change Day und ich habe mir gedacht, da filme ich doch ein kleines Video und zeige euch mal, wie man bei einer Gitarre die Saiten wechselt. Ich habe hier meine Harley Benton Gitarre, das ist eine relativ günstige, die habe ich mir vor Jahren mal gekauft. Die spiele ich mittlerweile echt nicht mehr viel, die ist mittlerweile ganz schön heruntergekommen, sage ich mal. Die ist ganz schön verstaubt, auch ein bisschen dreckig und so. Ich hätte sie mehr pflegen sollen in den letzten Monaten, das gebe ich offen zu. Und heute nehme ich euch einfach mal mit, wie ich die mal wieder in Schuss bringe, die Saiten neu aufziehe, wie ich meine Gitarre reinige und pflege und vor allem, was ich dafür benutze und so weiter. Und wie ihr seht, wird meine Gitarre hier, der Neck von der guten Marion Zimmer Bradley, gestützt von einer Ausgabe von den Nebeln von Avalon. Fangen wir doch gleich mal an mit einer kleinen Checklist von den ganzen Dingen, die wir alles brauchen. Ich persönlich bevorzuge es, einen Saitenschneider zu benutzen, um die Saiten dann aufzutrennen, weil das dann einfach ein bisschen easier geht, die hier in der Mitte durchzuschneiden und eben am Body zu entfernen, dann eben oben am Headstock die rauszunehmen. Wir brauchen natürlich neue Saiten, die wir aufziehen wollen. Ich habe hier von Ernie Ball die Regular Slink hier in 10er Saitensatz. Normalerweise benutze ich die Skinny Top and Heavy Bottom. Die sind ein bisschen dicker auf den dickeren Saiten und trotzdem relativ dünn auf den Melodie-Saiten. Aber in diesem Fall ziehen wir jetzt mal 10er Saiten drauf auf diese Gitarre. Dann habe ich auch ein bisschen ein anderes Spielgefühl, wenn ich die mal wieder spiele und so weiter und so fort. Von daher sind es heute eben mal diese. Die habe ich noch gehabt und bevor ich die im Kämmerchen verstauben lasse, ziehen wir die natürlich auf. Dann brauchen wir natürlich Reinigungstücher. Ich habe hier Mikrofasertücher. Ich habe mir hier zwei. Also wir kaufen immer diese etwas größeren und ich zerschneide die dann so in so kleinere Stücke. Die kann man dann gut nutzen, um die Gitarre sauber zu machen. Ich habe hier zwei genommen. Ich werde wahrscheinlich eins davon auch noch zweiteilen, weil ich eins erstmal nehmen will, um den ganzen Staub runterzukriegen, den ganzen Schmutz vom Spielen und vom Rumstehen und so weiter. Und das andere werde ich dann unter anderem für das Lemon Oil benutzen, mit dem ich dann das Griffbrett noch ein bisschen pflege. Dann kommen wir auch schon zu den Komponenten, mit denen ich heute arbeiten werde, um das Ganze sauber zu halten. Das wäre hier so ein ich habe hier Dunlop Number 65, so ein Guitar Polish and Cleaner. Wichtig ist es, dass ihr da nicht irgendwelche lösungsmittelhaltigen Reinigungsmittel nehmt. Eure Gitarre ist im Regelfall lackiert. De facto solltet ihr auch schonendes Mittel nehmen. Ich habe mir vor Äonen mal so eine Flasche von dem Zeug gekauft. Das ist eine Sprühflasche, man braucht nicht viel davon. Die hält eigentlich im Prinzip ewig, die kostet auch nicht die Welt. Fragt mich jetzt nicht nach dem Preis, aber ich glaube, der war sogar fast einstellig. Und so ein Reiniger ist auf jeden Fall, da seid ihr auf der sicheren Seite, dass eurem Lack nichts passiert und so weiter. Es gibt auch von anderen Anbietern Reinigern, also es soll hier keine Werbeveranstaltung werden. Ich werde auch nicht von Dunlop gesponsert oder irgendwas in der Art, sondern ich zeige euch einfach, was ich da zu Hause habe, was ich benutze. Und um mehr soll es auch heute eigentlich im Prinzip nicht gehen. Also es ist hier kein Sponsoring in dem ganzen Video involviert. Es ist keine Werbeveranstaltung. Kauft euch unbedingt dieses Mittel, sondern geht in euren lokalen Gitarrenstore oder schaut online bei den bekannten Stores, wo ihr eben euer Zeug immer kauft. Pflegemittel haben sie alle im Angebot. Dann habe ich hier noch eine kleine Flasche D'Addario Lemon Oil. Das ist von dem Saitenhersteller D'Addario. Das ist fürs Griffbrett gedacht. Da braucht man wirklich massiv wenig. Also das ist ein Öl, das ist analog wie Bartöl oder so. Da nimmt man ja auch bloß ein paar Tropfen und schmiert sich den ganzen Vollbart damit voll. Ähnlich verhält sich es mit diesem Lemon Oil. Das ist eben zur Pflege von dem Griffboard, macht es dann ein bisschen geschmeidiger. Soll man auch wohl nicht ständig benutzen, also jetzt nicht irgendwie im 2-Wochen-Tonus oder wenn ihr die Saiten wechselt, sondern eher so 2, 3, 4 Mal im Jahr reicht das vollkommen aus. Sind zumindest meine Erkenntnisse, was ich selbst gemerkt habe und was auch so der gängige Tenor quasi ist, wenn man sich in einschlägigen Foren mal ein bisschen umhört. Gleich vorab sei auch noch gesagt, wenn ihr die Saiten mit einem ganz einfachen Saitenschneider aufschneiden wollt, lockert sie vorher am Headstock ein bisschen, dreht sie ein bisschen, also wie wenn ihr sie quasi tiefer stimmt, lockert sie, dass sie wirklich so ein bisschen so den Zug verlieren. Denn wenn die Saiten richtig gespannt sind und ihr da einfach dann knipst, kann es passieren, dass die hochschießen und im schlimmsten Fall landen die bei euch im Auge. Das will, glaube ich, keiner. Von daher lockert sie alle ein bisschen, einfach, dass ihr sie so easy anheben könnt. Und dann passiert euch da auch nichts. Ich fange jetzt mal an und schneide die Saiten einfach mal durch. Und dann seht ihr schon, dass das kein großes Geschäft ist. Hier mit dem Saitenschneider kurz durchzugehen. Und da fliegt auch keine Saite gefährlich davon, dass man sagt, oh, jetzt müsste ich aufpassen oder eine Schutzbrille tragen, wenn man die Saiten vorher lockert.
Je nachdem natürlich, was ihr für eine Gitarre habt, ich schiebe meine hier mal ein klein wenig zurück, kommt es natürlich auf den Steg drauf an, wie eure Saiten befestigt sind, wenn ihr einen Floyd Rose habt. Da werde ich nochmal ein separates Video zu machen, weil zwei meiner Gitarren ja auch ein Floyd Rose System haben. Dann solltet ihr natürlich das Tremolo, also die Bridge, die Floating Bridge, in der Position halten, in der sie ursprünglich ist. Die ist normalerweise parallel zum Body, also gerade, nicht irgendwie hochstehend oder unten tiefer stehend. Und bei der hier zum Beispiel, die hat eine fixe Bridge, also sprich, ich kann den Tremolo-Hebel auch nur in eine Richtung bewegen und so weiter und da auch nicht wirklich viel. Ich kann den aber nicht nach hinten hochziehen, wie bei dem Floyd Rose. Da könnt ihr auch alle Saiten einfach runternehmen. Da könnt ihr dann anfangen, die ganz normal auszufädeln. Bei mir gehen die jetzt hier von hinten durch. Da kann ich die hier so ein bisschen anschieben und dann von unten schön rausziehen. Ist bei den meisten Gitarren so. Es gibt auch ein paar andere Systeme, bei Floyd Rose zum Beispiel. Da hat man dann hier vorne noch eine Vorrichtung, wo man die Saite dann quasi so einfach einklemmt mit der Spitze. Aber bei festen Bridges geht es normalerweise oder meistens hinten durch den Korpus einfach durch. Die Saiten haben ja hier diesen, mal sehen, ob man das jetzt hier sieht, diesen kleinen, ich lege es mal auf den Finger, diesen kleinen Nupsi hier dran, dass sie eben da nicht durchrutschen können, wenn man dran zieht, wenn sie unter Spannung sind. Und daher erklärt sich auch, wie man Saiten einfädelt, beziehungsweise mit welchem Ende sie wohin gehören, sage ich mal. So, ganz einfache Geschichte. Ich habe jetzt hier die sechs Saiten vom Body runter. Habe jetzt natürlich hier noch, hier im Headstock noch die Reste der Saiten rumschwirren. Die werde ich jetzt auch gleich entfernen. Und dann sehen wir uns gleich wieder, denn das ist jetzt, ich glaube, das brauche ich nicht in der Kamera zeigen. Das werdet ihr wahrscheinlich alle hinkriegen, die Saite von den Gitarren zu befreien, die Gitarre von den Saiten zu befreien. So, da sind wir quasi schon wieder. Ich habe mich gerade, nachdem ich die Saiten weggeräumt habe und auch vom Headstock entfernt habe, dazu entschlossen, dass wir noch ein kleines Hilfsmittel brauchen, und zwar einen dritten Lappen. Ich habe eine kleine Schüssel mit ein bisschen warmem Wasser, also lauwarm, nicht heiß oder so, einfach nur, um den groben Dreck einfach mal von der Gitarre runterzukriegen, weil die halt tatsächlich jetzt schon seit, ich glaube, über einem halben Jahr einfach im Gitarrenständer vor sich hingestaubt hat. Und wenn ich das jetzt einfach mit dem Lappen mache, mit dem ich dann auch das Pflegemittel benutzen will, dann brauche ich den Lappen hinterher nicht mehr benutzen. Deswegen gehen wir da einfach mit einem feuchten Lappen, bitte nicht klatschnass, versteht sich wohl von selbst, erstmal hier um den Korpus rum, machen den natürlich von beiden Seiten schön sauber. Einfach mal, um den groben Dreck hier zu entfernen. Wie ihr hier seht, haben wir hier hinten die Fächer für die Anschlüsse und für den Tremolo-Hebel könnte man jetzt aufmachen und dann rumwerkeln, wenn man den einstellen möchte. Ich gehe mal davon aus, wenn ihr eine Gitarre mit einem Tremolo-Hebel habt, habt ihr da vielleicht wahrscheinlich auch schon mal reingeguckt. Natürlich spülen wir den Lappen auch zwischendurch mal kurz aus, gehen dann hier nochmal über den Hals und am Headstock entlang. Ihr könnt am Headstock übrigens zumindest im Regelfall nichts kaputt machen, also ihr könnt da die Tuner selber entsprechend auch in Anführungsstrichen grob anfassen, wenn ihr da mit dem Lappen drüber geht, da braucht ihr keine Angst haben, da passiert nichts. Natürlich könnt ihr auch über die Tonabnehmer drüber gehen, wie gesagt, mit einem feuchten Lappen, bitte nicht klatschnass. Wundert euch übrigens nicht, dass meine Tonabnehmer hier so differenziert aussehen. Das hier ist ein Simo Duncan Dimebacker, ich weiß gerade die genaue Bezeichnung nicht, auf jeden Fall das Signature-Ding von Dimebag Darrell von Pantera. Das habe ich mir mal irgendwann vor Jahren darin eingebaut, um einfach ein bisschen besseren Klang zu haben, weil diese Wilkinson Tonabnehmer fand ich persönlich jetzt nicht so geil, nicht so druckvoll und deswegen habe ich die damals ein bisschen umgebaut. Ist eigentlich kein großer Akt, muss man so nebenbei erwähnen. Ein paar Lötstellen lösen, den alten raus, den neuen rein, die Lötstellen wieder dran löten und dann ist der Käse eigentlich im Prinzip gegessen. Jetzt haben wir hier natürlich noch das Griffbrett, da gehen wir einfach hier so schön Bund für Bund so ein bisschen drüber. Einfach mal erstmal grob hier den Dreck entfernen, vielleicht mit dem Lappen auch mal die Stelle wechseln, damit man den Dreck nicht einfach nur verwischt. Und natürlich oben am Headstock dann auf der Vorderseite auch entsprechend mal zwischen den Tunern so ein bisschen durch, dass man eben den groben Dreck schon mal weg hat, damit ihr euch eben nicht den Lappen, den ihr nur für das Gitarrenpflegemittel jetzt quasi benutzt, so tatsächlich mit dem ganzen Staub und so dreckig macht, dass ihr ihn im Prinzip hinterher wegwerfen könnt, weil ihr wollt ja natürlich nicht die Gitarre dann mit dem dreckigen Lappen das nächste Mal wieder putzen, sondern dann benutzt man halt eben das Pflegemittel, das ist auch gut für den Lack und so weiter und hat dann eben entsprechend den sauberen Lappen, den man halt eben mehrfach verwenden kann. Wir gehen jetzt hier nochmal kurz ein bisschen mit ein bisschen Küchenpapier so drüber von den feuchten Stellen, dass das nicht zu feucht ist. Schließlich soll das Pflegemittel sich ja nicht verwässern, sondern wir wollen ja das Pflegemittel auftragen auf den Lack, damit die Gitarre da in Anführungsstrichen auch ein bisschen was davon hat. Wenn ihr ein Tremolo-System an der Gitarre habt und sie umdreht,
Könnt ihr natürlich auch den Hebel einfach kurz entfernen. Die lassen sich im Regelfall rausschrauben. Das ist überhaupt nicht das Problem. Oder ihr macht es eben wie ich und legt so ein bisschen schief. Kann man natürlich auch machen. Vor allem, wenn jetzt ihr keinen Floyd Rose habt, ist das jetzt nicht so das Problem, wenn es ein freischwebendes Tremolo-System ist. Dann müsst ihr natürlich aufpassen, dass ihr da die Position jetzt einfach nicht komplett ruiniert, sage ich mal. Weil ansonsten darf man es halt eben neu einstellen. Das ist ein bisschen nervig, aber lässt sich auch bewerkstelligen. Ganz wichtig möchte ich noch erwähnen, was ich jetzt am Anfang nicht gesagt habe von den Tools, die wir brauchen. Ihr solltet natürlich, das mache ich zumindest immer, eine weiche Unterlage benutzen. Ich habe hier ein Handtuch genommen, einfach falls ihr irgendwie die Gitarre beim Rumdrehen oder sowas mal ein bisschen abrutscht, fallen lasst oder wie auch immer, dass ihr da euch nicht irgendwie einen Lackkratzer oder sowas ranholt, dann landet es eben auf dem flauschigen Handtuch hier und dann ist es gar nicht weiter so schlimm. Und jetzt kommen wir schon zu der Pflege mit dem Guitar Polish and Cleaner. Das ist wie gesagt hier von Dunlop eine Sprühflasche und ich sprühe da immer einfach so ein bisschen drüber, über den Body, 4-5 Sprühe, nehme den sauberen Lappen und fange dann an, das so ein bisschen zu verreiben an die Stellen, auf die ich es jetzt aufgesprüht habe. Und fahre da im Prinzip eigentlich nur mal so ein bisschen, ja, wie der Name schon sagt, das ist ja ein Polish, quasi ein Poliermittel, so ein bisschen drüber. Der Lappen nimmt das auch ganz gut auf, das heißt, es ist auch relativ ergiebig, weil ihr dann einfach mit der feuchten Stelle von dem Lappen einfach so über die Stellen drüber fahren könnt und das Ganze ein bisschen polieren könnt. Das ist immer recht praktisch, weil, wie gesagt, so eine Flasche hält tatsächlich in Anführungsstrichen ewig. Also ihr werdet da mit Sicherheit ein paar Jahre was davon haben. Wenn man jetzt sagt, Saiten wechseln, je nachdem wie viel man spielt, sagt man ja so alle 3 bis 6 Wochen. Wenn ihr jetzt wirklich viel spielt und jeden Tag in die Saiten haut, kann es natürlich auch möglich sein, je nachdem, wenn ihr jetzt stundenlang jeden Tag spielt, dass ihr dann schon alle 2-3 Wochen die Saiten wechselt. Oder ihr wollt was aufnehmen, vor einer Aufnahme macht es auch immer Sinn, die Saiten zu wechseln. Dann müsst ihr dann für euch selber entscheiden. Man merkt es einfach ab und an, irgendwann, dass die Saiten ein bisschen dumpf klingen und dementsprechend solltet ihr sie dann sowieso wechseln. Ob ihr jetzt was aufnehmt oder nicht, ist dann dahingestellt. Und übers Griffbrett machen wir das Gleiche, einfach ein bisschen ansprühen und mit dem Lappen hier so schön Bund für Bund so ein bisschen schauen, dass ihr auch die Bundstäbchen so ein bisschen mit sauber macht. Also so den Lappen ein bisschen dagegen drücken, sage ich jetzt mal, dass sich da nicht irgendwelche Hautschuppen und Staubreste und sowas ansammeln. Weil, wenn ihr die ganze Zeit mit den Fingern über die Saiten fahrt, hinterlasst ihr natürlich auch entsprechende Spuren. Da empfiehlt es sich übrigens, vor dem Spielen überhaupt nochmal Hände zu waschen. Einfach dann das ganze Fett und den ganzen Schmutz, den man so an der Hand hat, tagsüber, den man sich halt in Anführungsstrichen einfängt, runterzukriegen. Und nach dem Spielen einfach mal mit einem Stück Küchenrolle über die Saiten zu fahren, der Länge nach, einfach so ein bisschen, um einfach so den groben Dreck so ein bisschen abzuwischen, auch den Schweiß vielleicht, vor allem jetzt wenn es wieder wärmer wird, runterzukriegen. Und wenn ihr den dann runden habt, halten die Saiten natürlich auch ein bisschen länger, gibt ja auch Korrosion durch den Schweiß und so weiter. Ich gehe jetzt nicht davon aus, dass jemand von euch so lange mit auf den Saiten rumspielt, bis sie anfangen zu rosten durch den Schweiß oder so. Aber ist ja auch ein Thema, Korrosion, es muss ja nicht immer gleich brauner Rost sein, sondern es kann ja auch einfach sein, dass die Saiten dann einfach dumpf klingen, sie schneller abnutzen und so weiter. Deswegen einfach mal immer nach dem Spiel mit so einer Küchenrolle kurz mal drüber, dort wo ihr gegriffen habt halt vor allem, aber ich gehe dann halt meistens so bis hierhin und dann halten die auch, sage ich mal, ein bisschen länger. Jetzt habe ich hier noch meinen Headstock, das ich noch pflegen muss auf der Vorderseite. Deswegen habe ich die Gitarre jetzt gerade mal ein wenig verschoben. Muss ich ein bisschen improvisieren, weil der Tisch jetzt auch nicht so riesig ist. Und ihr natürlich sehen wollt, was ich hier so treibe oder sehen sollt. Ansonsten wird es, glaube ich, ein wenig langweilig für euch. Und wie ihr seht, ihr könnt da bei den Tunern, ihr könnt da mit Daumen und Zeigefinger mit dem Lappen darunter einfach drüber gehen und so. Da passiert nichts. Das sind Metallmechaniken, die sitzen fest, wenn die richtig eingebaut wurden. Und da passiert nichts. Ihr könnt auch an den Tunern selber rumdrehen, wie ihr möchtet. Das ist alles gar kein Akt. Jetzt habe ich hier mal als Beispiel, hier kann ich mir sogar den Tremolo-Hebel einfach rausziehen. Ich habe den sogar mal mit ein bisschen nicht Isolierband, diesen Dichtungsband, mir fällt gerade der Name nicht ein, den Hebel mal ein bisschen umwickelt, damit er ein wenig fester in der Halterung sitzt, weil der relativ locker saß, mir das nicht so gefallen hat. Und dann kommt natürlich auch noch die Rückseite, ein bisschen was drüber sprühen und mit dem Lappen schön polieren. Da freut sich die Gitarre und wenn man sie dann in die Hand nimmt, frisch geputzt und mit frischen Saiten drauf, freut man sich natürlich auch selber. Und wenn man sie dann im
Gitarrenständer oder an der Wand oder je nachdem, wo ihr eure Gitarren aufhängt, dann platziert und dann anschaut und es ist kein Staubkorn dran, sie glänzt, wenn das Licht dagegen scheint, ist das natürlich auch immer eine sehr schöne Sache. Ne? So, dann haben wir diesen Teil erledigt und kommen dann wieder zurück zum Fretboard. Ich habe hier übrigens aus ganz praktikablen Gründen das Buch hier drunter gelegt. Es gibt auch extra so Halter, da habe ich aber ehrlich gesagt keinen zu Hause, weil bei mir immer so ein Buch oder sowas getan hat. Und damit das Headstock nicht dauernd irgendwie gegen den Tisch knallt, weil man hin und her wackelt so ein bisschen mit der Gitarre und so. Und dass man natürlich auch bei den Tunern besser, während die Gitarre liegt, eben regeln kann, drehen kann, wenn man dann die Saiten wieder aufzieht. Jetzt kommen wir zu der Sache mit dem Öl. Ich nehme hier meinen neuen Lappen, weil ich habe momentan keinen Öllappen mehr überhaupt zur Hand. Und ihr gebt jetzt hier einfach so ein Mikrotröpfchen, so ein kleines bisschen drauf. Das reicht vollkommen aus. Und dann einfach gehe ich erstmal hier so Bund für Bund wieder drüber. So ein bisschen in der Hin- und Herbewegung. Und man sieht das wahrscheinlich jetzt auch gleich. Ich habe jetzt relativ viel Öl hier erwischt. Das heißt, ich werde gleich auch nochmal nachgehen dürfen mit den trockenen Seiten des Lappens, mit den trockenen Stellen und das dann ein wenig wieder abtragen, weil das doch ein bisschen arg viel geworden ist. Ist aber nicht weiter schlimm. Einfach hier so, als wenn es abtrocknet quasi, so ein bisschen drüber gehen. Macht natürlich auch Sinn, das Öl dann ein bisschen einziehen zu lassen, also nicht gleich Seiten drauf und sofort wieder losspielen, sondern gibt ihm auch ein bisschen Zeit, dass es in das Holz einzieht. Hat einfach den Hintergrund, Griffbrett nutzt sich natürlich ab, wenn ihr die ganze Zeit die Seiten da drunter runterdrückt und so weiter. Dann wollt ihr natürlich auch, dass das Griffbrett möglichst lange hält und ihr eure Gitarre nicht dauernd auswechseln müsst. Deswegen ist da ein bisschen Pflege nicht verkehrt. Wie viel es jetzt effektiv bringt, lässt sich wahrscheinlich nicht in Zahlen messen. Das hängt wahrscheinlich auch davon ab, wie man spielt, was man spielt, wie oft man spielt und so weiter. Da scheiden sich auch die Geister. Es gibt so Leute, die sagen, ja, das habe ich nie gemacht. Ich mache meine Gitarre immer nur mit warmem Wasser, lauwarmem Wasser und Spülmittel sauber oder so. Kann man natürlich machen. Ich bin halt ein Fan davon, wenn ich mir so ein teures Instrument, und ich meine, gut, die hat jetzt, ich glaube, 230 Euro oder sowas gekostet. Das ist kein mega teures Instrument, aber wenn ich mir was anschaffe, pflege ich es gerne adäquat. Und es gibt auch schon einen Grund, warum man eben so extra Gitarrenpflegemittel hat und man eben darauf hingewiesen wird, aufzupassen, dass man den Lack nicht beschädigt und sowas. Ich persönlich weiß jetzt nicht, was alles im Spülmittel drin ist oder in eurem Küchen- oder Badreiniger oder sonst irgendwas. Von daher, ich gehe da halt eben lieber auf Nummer sicher. Wie gesagt, dieses Mittel von Dunlop hier, das hat, wie gesagt, ich glaube, 8 Euro oder sowas gekostet. Das ist wirklich nicht die Welt. Und damit seid ihr auf jeden Fall im Safe Haven, dass da nichts passiert mit eurem Lack. Als wenn ihr jetzt irgendwie ein random Spülmittel oder sowas aus dem Supermarkt nehmt, wo vielleicht irgendeine Substanz drin ist, die den vielleicht angreift. Dann kauft ihr euch eine schöne Gitarre, kostet vielleicht 600 Euro und dann macht ihr euch den Lack mit dem Spülmittel kaputt. Und dann ist das, glaube ich, nicht so fein und ihr werdet wahrscheinlich ziemlich sauer sein. So, dann kämen wir jetzt auch quasi, sage ich mal, schon zum Abschluss des Ganzen. Ich habe hier meine Packung Gitarrenseiten, die schön knistert, damit ihr auch ein bisschen ASMR habt. Und hier sind dann neben etwas Werbung die Strings drin. Ihr seht hier 46, 36, 26, 17, 13 und 10. Man geht immer von der hohen E-Seite aus. Daher wäre das hier in diesem Fall ein sogenannter 10er-Satz, sagt man einfach. Weil die dünnste Seite eben ein 10er ist. Manche spielen mit 9er-Seiten, manche spielen mit 11er-Seiten. Ich weiß gar nicht, wie hoch das geht. Ich glaube, so 12, 13 ist so das Gängige. Und ab da wird es dann schon, sage ich mal, relativ individuell. Unser Ziel ist es jetzt, diese Saiten hier auszupacken. Ihr seht ihr wahrscheinlich relativ wenig, weil die Saite so dünn ist. Wir haben hier wieder diesen goldenen Nupsi am Ende der Saite. Wenn ihr jetzt mit einem Floyd Rose spielt, würdet ihr den abknüpfen, beziehungsweise abzwicken mit einem Saitenschneider. Aber da wir hier ein festes Tremolo-System haben, was ihr wahrscheinlich für den Anfang auch eher haben werdet, gehe ich einfach mal davon aus, lassen wir den natürlich dran. Ziel ist es jetzt, die Saiten so, wie sie hingehören. Das heißt, in meinem Fall, weil das ja eine Linkshänder-Gitarre ist, man kann sich immer, wenn man wirklich nicht im Kopf hat, wie man die Gitarre gerade hält, dran orientieren, dass meistens das größere Hörnchen hier an der Gitarre oben ist bei den meisten Gitarren. Da kommt dann auch die dickste Saite hin und dementsprechend kommt die dünne E-Saite dann von mir aus gesehen am weitesten weg. Ich sitze ja hier. Und da ist meine dünne E-Saite dann quasi hier unten. Und die werden einfach wieder von hinten, ich zeige es jetzt hier nochmal. Wie ihr seht, muss ich die hier so ein bisschen hier in meinem Tremolo-System unter dem Deckel hier so durchfädeln, durch diese Löcher, die da drin sind. Und wenn ihr jetzt kein Tremolo-System habt, dann sind die normalerweise einfach im Holz drin und ihr könnt die ganz easy so ein bisschen durchschieben,
und hab die dann wieder auf der Vorderseite einfach rauskommen. Bei manchen Gitarren, das ist mir auch schon passiert, ist das ein bisschen friemelig, weil die dann so ein bisschen hängen bleiben oder so. Einfach ein bisschen vorsichtig rangehen, ein bisschen mal rausziehen, wieder reinstechen und sowas, dass ihr dann wieder richtig landet, wenn ihr euch da irgendwie verhaken solltet. Und am Ende sollte diese kleine goldene Nupsi tatsächlich in dem Loch landen und nicht mehr von außen zu sehen sein. Also das soll jetzt nichts hier raushängen oder so. Das ist das Ziel des Ganzen. Und bedenkt natürlich, wenn ihr es macht wie ich drehe die Gitarre eben entsprechend um, dass ihr auch dran denkt, wo welche Seite hingehört. Ich habe euch gesagt, große Hörnchen ist im Regelfall bei den vielen Bauformen, bei Stratocastern und so weiter, der Teil, an dem die dicke E-Seite kommt. Das heißt, die dicke E mache ich hier rein. Ich habe jetzt aber gerade hier die dünne E in der Hand. Das heißt, ich fädel die hier durch das erste Loch. Ich sehe es gerade nicht. Hier ist es. Und schiebe die hier einfach einmal durch. Spüre sie auch schon, wie sie hier rauskommt. Und dann ziehe ich sie hier einmal durch. Und zack, ist dieses kleine goldene, der kleine goldene Ring verschwunden. Und das mache ich jetzt mit allen Seiten so. Wir haben dann hier die B-Seite. Das wäre in dem Fall von dem 10er Seitensatz. Jetzt muss ich gerade selber nachgucken. Ich glaube, das ist die 13. Ja genau, die zweite ist die 13. Dann kommen die G-Seite mit der 17, die D-Seite mit der 26, die A-Seite mit der 36 und die E-Seite mit der 46. Wie gesagt, es kommt auf den Seitensatz drauf an, aber geht einfach nach den Zahlen. Die kleinste Zahl ist immer die hohe E-Seite und die größte Zahl ist immer die tiefe E-Seite. So, da wären wir auch schon wieder. Und wie ihr seht, ich habe jetzt die Seiten einfach mal alle aufgezogen. Ich denke, das Prinzip habt ihr verstanden. Einfach durch dieses Löchlein durch, hier einmal durchziehen und schon haben wir es. Jetzt haben wir hier natürlich die 6 Seiten hier so frei rumfloaten. Da müsst ihr auch ein bisschen aufpassen, dass ihr die nicht irgendwie rumhaut. Die sind ja vorne recht spitz, dass ihr euch da nicht irgendwie... Bei den Melodieseiten passiert das manchmal, dass man sich so in den Finger piekst. Das tut auch ganz schön weh. Kann dann auch mal bluten, ist mir auch schon passiert. Geht einfach ein klein wenig vorsichtig damit um, dann ist da gar kein Problem. Jetzt haben wir hier an der Bridge diese kleine Nut, sage ich mal. Und da muss die Seite dann letzten Endes drin liegen. Es kann passieren, wenn ihr jetzt sagt, ja, jetzt drehe ich die da auf an den Headstock und mache die da dran und stimme sie und sowas, dass sie dann irgendwie so sitzt oder also hier so nebendran quasi. Das kommt immer so ein bisschen auf die Bridge drauf an. Achtet darauf, einfach darauf, dass sie wirklich in dieser Nut, die vorgegeben ist, entsprechend drin liegt, dass sie dann auch nicht irgendwie verrutscht oder irgendwie im schlimmsten Fall reißt oder keine Ahnung was, wenn sie da irgendwie an der Kante irgendwie blöd schleift. Weil wenn eine Gitarre unter Vollspannung reißt, dann, das ist das gleiche Prinzip, wie ich beim Seitenschneider erklärt habe, kann es halt auch eben im schlimmsten Fall ins Auge oder ins Gesicht gehen. Von daher, Sicherheit geht natürlich vor. Schaut, dass die Seite entsprechend in der Nut ist. Und am Headstock sieht es dann folgendermaßen aus. Je nachdem, wie euer Headstock gebaut ist, wickelt ihr die Seite hier. Ich wickel sie immer so eineinhalb Mal um den Tuner rum. Drücke sie dann quasi runter mit dem Fingernagel so ein bisschen. Und jetzt muss ich gerade mal schauen, wo hier der Maurer das Loch gelassen hat. Gehe ich hier noch einmal rum. Und zwar schiebe ich dann über den String quasi. Das sieht man jetzt wahrscheinlich nicht gut. Ich muss hier gerade mal ein bisschen die Gitarre bewegen. Wenn ihr hier seht, ich habe hier... Ich nehme den String nochmal runter. Ich habe ja hier das Loch vom Tuner, wo die Seite dann eben durchgeht. Im Prinzip müsst ihr dann eben, wenn ihr mit dem Stringende durch dieses Loch geht, zusehen, dass ihr über den Seiten rauskommt, also über der Seite, die ihr gerade rumgedreht habt. Dann gibt das Ganze so ein bisschen Stabilität, sage ich mal. Das ist manchmal ein bisschen ein Gefummel, habe ich gerade auch. Und jetzt habe ich es hier schon geschafft und dann könnt ihr die quasi einmal so durchziehen und mit der Hand so ein bisschen festziehen und den Rest macht dann am Ende im Prinzip der Locking-Tuner. Jetzt müsst ihr natürlich schauen, in welche Richtung ihr tunt. Achtet bitte auch darauf, hier oben sind auch nochmal, ist auch nochmal entsprechend für jede Seite so eine Nut. Spätestens daran werdet ihr auch feststellen, falls ihr versucht, die Seiten falsch rum aufzuziehen. Die dicke E-Seite wird hier nicht reinpassen und die dünne E-Seite wird hier verdammt viel Spiel haben. Da muss man so ein bisschen gucken. Und dann drehen wir hier die Seite einfach mal ein bisschen fest. Ich stimme sie jetzt noch nicht, ich drehe sie bloß ein bisschen fest, dass sich das jetzt hier schon mal so grundlegend so ein bisschen spannt, dass ich dann nachher beim Tunen nicht mehr gar so viel drehen muss und so weiter. Und das mache ich dann jetzt quasi mit den anderen Seiten auch. Ihr seht es hier wieder, ich gehe hier einmal rum, schaue dann, wo eben entsprechend das Loch ist. Ihr könnt natürlich auch, wenn das Loch jetzt irgendwie ihr sehen wollt, wo dieses Loch ist an dem Tuner, könnt ihr natürlich auch vorher einfach euch zurechtdrehen, wie ihr das gerne hättet. Ihr zieht dann also die Strings schön durch, zieht sie hier so ein bisschen fest und dann könnt ihr schon anfangen, sie ein bisschen mit dem Tuner festzudrehen. Generell sei gesagt, ich mache das bei
bei allen Seiten hier mit dem Headstock. Ihr seht ja, ich habe quasi drei Tuner oben und drei Tuner unten oder links und rechts, wie man sehen möchte. Ich mache das immer so, dass ich die quasi immer nach außen wickle, also an der oberen Seite von dem Tuner gehe ich dann hier so im Uhrzeigersinn quasi rum. Dann kann ich auch immer alle in eine Richtung stimmen. Also sprich, ich muss jetzt nicht hier im Uhrzeigersinn drehen, beim nächsten gegen den Uhrzeigersinn und so weiter. Ich wickel die immer alle so auf und hier mache ich es dann eben genau andersrum auf der anderen Seite und wickel die dann eben gegen den Uhrzeigersinn auf. Dann muss ich bei allen einfach nur in die gleiche Richtung drehen und muss nicht überlegen, wie stimme ich jetzt höher, wie stimme ich jetzt tiefer, wenn ich gerade meine Gitarre stimmen möchte, sondern habe das eigentlich immer nach dem System gemacht. Wenn ihr jetzt ein Headstock habt, bei dem alle Tuner auf der gleichen Seite sind, dann könnt ihr natürlich auch alle im Uhrzeigersinn zum Beispiel machen. Oder wenn ihr einen Reverse-Headstock habt, macht ihr es gegen den Uhrzeigersinn. Im Prinzip ist es euch überlassen. Da scheiden sich auch die Geister. Manche sagen, man soll es immer nach außen machen. Manche sagen ja genau in die andere Richtung. Ich habe mittlerweile alle Methoden durchprobiert und die Stimmung hat bei meinen Gitarren bei mir eigentlich immer gehalten, egal wie rum ich es gemacht habe. Macht es einfach einheitlich. Also sprich, hier zum Beispiel im Uhrzeigersinn die drei und da gegen den Uhrzeigersinn. Dann habt ihr es einfach im Kopf, dann wisst ihr, wenn ich die erste Seite so stimme, dann kann ich auch die letzte Seite so stimmen und müsst nicht immer umdenken und rumprobieren. Macht es meiner Meinung nach einfach ein bisschen einfacher. Nachdem ich euch jetzt aber gezeigt habe, bei zwei Strings, wie man die aufzieht, werde ich jetzt die anderen schnell aufziehen und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn es ans Stimmen geht. So, und da wären wir jetzt schon wieder. Die Seiten sind grundlegend erstmal aufgezogen. Ich nehme euch wieder hier ein bisschen mit, damit ihr das Headstock so ein bisschen seht. Ich habe hier meinen Clip-Tuner angebracht. Ich muss den jetzt mal so drehen, dass ihr ihn vielleicht ein bisschen seht. Ich habe jetzt hier bei der E-Seite schon ein bisschen probiert. Die habe ich sogar relativ gut festgezogen, weil ich beim Festziehen dann immer so ein bisschen teste. Ja, jetzt wird sie langsam fester. Und dann höre ich mir einfach mal den Ton an, den es so von sich gibt, wenn ich mit den Fingern spiele. Und ich war sogar hier relativ nah dran. Ich brauche die tiefe E-Seite nur ein bisschen. Na, da war es schon ein bisschen zu weit. Ein bisschen nachstimmen. Aber grundlegend war die schon relativ gut mit dabei. Ich habe es ja in einem der ersten Equip Talk Videos schon erzählt, wie so ein Tuner funktioniert. Der schlägt quasi aus und wenn er in der Mitte ist, leuchten die meisten dann einfach grün auf. Ich bin hier schon wieder viel zu weit. Wie ihr seht, neue Saiten, die verziehen sich immer gern mal ein bisschen. Da kommen wir dann auch gleich noch dazu. Und das ist halt in Anführungsstrichen ein bisschen ein Gefrickel, bis ihr das dann so einigermaßen hin habt, dass die Gitarre komplett in Tune ist. Und wenn ihr das dann habt, ihr kennt ja die Stimmung E, A, D, G, B, E oder H, je nachdem, B oder H, ist wurscht, wie ihr sie nennt. Und da bringt ihr die Gitarre dann erstmal noch in Stimmung. Könnt ihr natürlich auch machen, wenn ihr sie schon auf dem Schoß habt. Ich werde jetzt, da ihr wahrscheinlich schon wisst, wie man eine Gitarre stimmt und ihr gerade seht, dass das mit der E-Seite hier ein bisschen komplizierter ist. Grundlegend gilt, die Saiten sind natürlich frisch. Das heißt, sie dehnen sich auch ein bisschen, wenn die unter Spannung stehen. Das heißt, sie müssen sich sowieso erst, sage ich mal, ein bisschen eingrooven. Daher wird man eh zwei, dreimal stimmen dürfen. Im Regelfall mache ich es so, ich stimme die Gitarre einmal sehr, sehr möglichst fein durch, aber nicht immer 100% akkurat. Lass sie dann eine halbe Stunde, Stunde stehen und nimm sie dann nochmal in die Hand und stimme sie dann mal nach, weil sich dann die Saiten einfach so ein bisschen relaxed haben. Die haben sich dann ein bisschen ausgedehnt. Ihr könnt natürlich auch so, wenn sie dann gestimmt ist, so ein paar Bendings oder so machen. Die Saiten einfach mal oder hier so auch anheben, einfach ein bisschen ziehen, sage ich jetzt mal, dass die sich einfach ein bisschen ausdehnen. Tune die Gitarre mal durch und dann gebe ich euch noch ein paar kleine Tipps zum Abschluss und ein kleines Fazit und dann wären wir für heute schon durch. So, ich habe das Ding jetzt natürlich gestimmt. Einen tollen Check, den man machen kann, ist, wenn man hier auf der A-Seite und auf der D-Seite den zweiten Bund jeweils greift. Dann spielt man ein E-Moll. Wenn die Gitarre noch verstimmt ist, klingt das fürchterlich. Ist einem immer so ein kleiner Indikator, wenn man es gestimmt hat, einfach mal hier so drüber zu gehen. Könnt ihr natürlich auch entsprechend im Sitzen machen. Jetzt haben wir im Prinzip die Gitarre entsaitet, gereinigt, poliert, das Griffbrett eingeölt und haben sie wieder entsprechend beseitet. Ihr werdet am Anfang vielleicht ein bisschen länger brauchen, mit der Zeit trudelt sich das so ein bisschen ein. Wie gesagt, wichtige Punkte, die ihr beachten solltet, dass ihr mit den Saiten sowohl oben als auch unten immer in dieser kleinen Nut drin seid, in die reingehören, dass ihr die Saiten natürlich auch richtig rum aufzieht und wenn ihr beim Stimmen nicht ganz sicher seid, ich habe auch nur so ein günstiges Stimmgerät, das zeigt manchmal einfach gar nichts an, wenn ich eine Saite anschlage. Ein bisschen Spiel muss die Saite noch haben. Wenn ihr merkt, dass die Saite schon quasi auf den Bundstäbchen fest sitzt und ihr sie fast nicht mehr bewegen könnt, dann entspannt die Saite, dann lockert sie wieder ein bisschen. Die soll natürlich über den Bundstäbchen schweben, dass ihr einfach
eine Leerseite spielen könnt. Wenn die jetzt richtig unter Spannung steht und ihr nicht mal hier so mit dem Daumen ganz locker oder auch mit dem kleinen Finger wie ein kleines Bending machen könnt, dann habt ihr wahrscheinlich schon zu weit gestimmt. Das erfordert ein ganz klein bisschen Übung. Bei so Stimmgeräten habt ihr auch oft öfter mal die Auswahl zwischen C und G. C wäre chromatisch, das heißt, ihr könnt jeden Ton, den ihr anspielt, gibt das Ding dann auch aus. Also wenn ihr jetzt eine Gitarre auf Cis zum Beispiel runterstimmen möchtet oder sowas, oder Dis, was ja viele machen, kriegt ihr das angezeigt. Wenn ihr den Modus G bei dem Stimmgerät nimmt, dann kriegt ihr nur noch quasi das E-Standard-Tuning angezeigt, also E, A, D, G, B, E. Wenn ich jetzt hier drauf gehe, ich weiß nicht, ob man es jetzt gut im Screen sieht, wahrscheinlich eher weniger, aber hier habe ich dann eben meine E-Seite und es schlägt auch für das E entsprechend aus. Und ich sehe schon, die muss ich schon wieder, kann ich schon wieder ein bisschen nachziehen. Wie gesagt, die Saiten brauchen so ein bisschen, um unter der Spannung sich ein bisschen auszudehnen. Die Gitarre wird sich dann wieder ein bisschen tiefer stimmen, weil die Saiten sich lockern, weil sie sich eben ausdehnen und länger werden. Und nach einer Stunde, zwei stimmt ihr einfach mal nach. Das werdet ihr wahrscheinlich auch 2, 3, 4 Mal machen dürfen. Immer alle paar Stunden oder am nächsten Tag stimmt dann nochmal schön nach, dass die Saiten dann auch entsprechend richtig schön in der Lage sind. Wenn ihr jetzt natürlich sagt, ihr zieht frische Saiten auf, um sofort aufnehmen zu wollen, dann solltet ihr halt vielleicht nach jedem Take einfach mal kurz nachgucken. Einfach, wie gesagt, so zum Beispiel so ein schön klingendes, wohlklingendes E-Moll, ob die Saiten dann auch noch in Stimmung sind oder ihr klappt schnell das Stimmgerät dran oder lasst es während der Aufnahmesession einfach am Headstock zum Beispiel dran und schaut nach, dass ihr auch tatsächlich immer im Tuning bleibt. Abschließend, was ich immer gerne mache, bis auf ein bisschen Spiel, so 2-3 cm, knipse ich hier die Seitenenden ab, weil die mich persönlich einfach immer nerven, wenn die da so rumwedeln. Und wenn zum Beispiel meine Frau mal vorbeiläuft, wenn ich am Gitarre spielen bin, muss ich auch aufpassen, dass ich die nicht gleich ersteche. Ist natürlich jedem selbst überlassen. Es gibt viele Gitarristen, die lassen das einfach dran, weil das denen egal ist. Ich persönlich kürze die mal runter. Ich lasse einfach immer so ein bisschen Spiel, dass es sich nicht abwickelt oder rausflutscht oder sowas, was eigentlich bei der Spannung sowieso unwahrscheinlich ist. Aber man weiß ja nie. Und dann gehen die auf jeden Fall nicht den Weg rum. Behaltet euch aber im Kopf, dass die Dinge doch relativ spitz sind, vor allem die Melodieseiten oder so, da kann man sich auch gerne mal dran pieksen. Von daher jetzt nicht unbedingt hier so mit der Hand so drüber streichen oder sowas, dann seid ihr da auf der sicheren Seite. Und das war es im Prinzip, wie ich meine Gitarren pflege. Gut, das war jetzt ein schlechtes Beispiel, weil die Gitarre jetzt ein gutes Jahr lang einfach nur vor sich hingestaubt ist. Da hätte ich eigentlich schon zwischendurch mal pflegen müssen. Ich habe so einen Mehrfachständer, in den ich 3 Gitarren reinkriege und einen einzelnen Ständer, in dem ich meine 4. Gitarre habe. Ich habe eine Bassgitarre, die benutze ich fast nicht. Die habe ich mir mal ganz günstig gekauft, einfach nur um für Recordings ein bisschen Bass zu haben. Und die ist in dem 3er-Ständer mit drin. Die wird auch mal wieder zur Pflege fällig, weil ich die auch kaum bis gar nicht spiele. Meinen Bass mache ich meistens eher so mit Plugins. Und ja, ich kann es euch nur raten, wenn ihr die Gitarre im Ständer stehen habt, auch wenn ihr mehrere habt und dann habt ihr euch jetzt hier so eine Harley Benton gekauft und sagt, ja, Gitarre spielen ist geil, jetzt kaufe ich mir, keine Ahnung, irgendeine hübsche 800 Euro ESP oder sowas, dann verstaubt natürlich die Harley Benton eher mehr, weil die neue wieder aufregender ist und das geht wahrscheinlich immer so. Dann tauscht ihr vielleicht auch mal, habe ich bei der Harley Benton ja auch gemacht, zum Tonabnehmer. Dann habt ihr die wieder mehr in der Hand. Aber denkt dran, Saiten wechseln und reinigen solltet ihr trotzdem ab und an mal machen. Weil natürlich auch die Saiten Staub einfach einfangen, die vor allem die 3 Tiefen sind ja Nickel ummantelt. Und das sind ja lauter kleine winzige Rillen, sage ich jetzt mal. Und da setzt sich dann natürlich eben auch entsprechend der Dreck dann irgendwann mit ab. Und wenn ihr die jetzt ein Jahr lang oder sowas rumstehen habt, dann wollt ihr auch ehrlich gesagt nicht mehr auf die Saiten greifen. Ich spreche da aus Erfahrung. Von daher pflegt eure Gitarre, macht es am besten, wie gesagt, empfohlen mit einem extra Reiniger dafür, dass ihr euch da den Lack oder das Griffbrett nicht beschädigt. Und geht auch gerne ab und an, 1-2 Mal im Jahr oder vielleicht auch 3-mal im Jahr oder so oder einmal im Quartal mit so einem Lemon Oil oder sowas drüber. Da gibt es so Griffbrettöle. Da gibt es definitiv verschiedene von verschiedenen Anbietern. Ich habe halt eben, wie gesagt, jetzt hier einfach das Einfache von der Dario genommen. Damit bin ich auch recht zufrieden und macht die Gitarre dann auch ein bisschen schöner bespielbar, sage ich mal. Achtet, wie gesagt, auf die Noten. Achtet darauf, wenn ihr die Saiten abzieht, dass ihr sie vorher lockert, dass sie euch nicht ins Gesicht springen. Sicherheit ist letzten Endes das A und O. Ihr wollt mit Sicherheit nicht mit einer Augenklappe auf der Bühne stehen irgendwann, weil ihr, ich sage mal, zu blöd seid, die Saiten vorher zu entspannen und ein paar ganz grundlegende Sicherheitsmaßnahmen quasi zu machen. Und wie gesagt, beim Stimmen achtet darauf, die Saiten sollten sich alle relativ mühelos auch einfach so, wie ich es hier gerade mache, so aneinander drücken lassen. Wenn da zu viel Spannung drauf ist und ihr wirklich Kraft dafür braucht, dann habt ihr wahrscheinlich die Saiten beim Stimmen einfach überdreht. Mir ist das auch schon mal passiert, da habe ich die
D-Seite einfach eine Oktave höher gestimmt. Hab's dann selber nicht wirklich gecheckt und als ich sie dann in Tune hatte, ist sie mir gerissen und mir entgegengesprungen. Das kann schon mal ein bisschen gefährlich sein. Achtet einfach darauf, dass Safety vorgeht und wie gesagt, die Seiten solltet ihr so ein bisschen einfach aneinander drücken können, ohne große, größere Mühe und schon sollte es passen. Denkt dran, der E-Moll-Akkord hier, seht ihr schon, der klingt nicht mehr so schön. Die Saiten verziehen sich langsam wieder. Der dient so als kleiner Anhaltspunkt, wenn ihr den oft genug mal selber gespielt habt, dann merkt ihr auch einfach, wie gut der klingt. Alternativ dazu könnt ihr zum Beispiel auch den fünften Bund einer Saite nehmen und die darunter mit anschlagen. Die Saiten sollten eigentlich gleich klingen und wenn sie nicht gleich klingen, dann schwingen sie gegensätzlich, sage ich jetzt mal, und nicht in einer Welle. Das hört man auch sehr gut raus. Ansonsten, wie gesagt, das Stimmgerät immer mit zur Hand nehmen, stimmt ein paar Mal nach und dann könnt ihr mit eurer Gitarre wieder loslegen, wie ihr wollt. Pflegt sie, wie gesagt, hegt sie, wie gesagt, und macht es nicht so wie ich und lasst dann eure alte Gitarre, weil ihr euch eine neue zugelegt habt, einfach so verstauben. Das ist sehr schade. Packt sie vielleicht in den Gigbag, vielleicht habt ihr auch einen Koffer. Packt sie da rein, wenn ihr sie eine ganze Weile lang gar nicht mehr spielt, anstatt die einfach auf dem Ständer versauern zu lassen. Das war es im Großen und Ganzen schon wieder für heute. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen weiterhelfen, falls ihr vielleicht euch noch nicht dran getraut habt, mit eurer ersten Gitarre euch die Saiten zu wechseln oder so. Es ist kein Hexenwerk, es ist mit ein bisschen Übung in einer halben Stunde oder so erledigt. Wenn ihr jetzt wie ich so eine große Putzaktion macht und mit dem Lemon Oil, dann dauert es meistens ein bisschen länger. Aber das ist so eine gemütliche Abendbeschäftigung, sage ich mal. Da legt man sich schön auf den Tisch und macht so ein bisschen. Im Zweifelsfall öffnet ihr euch einen Drink dazu oder so, legt euch eine schöne Platte auf und dann ist es auch schön gemacht und dann könnt ihr eure Gitarre wieder im Glanze bewundern, wie sie schön vor sich hinglänzt, ohne irgendwelche Fettfingerabdrücke, ohne irgendwelche Streifen oder irgendwelchen Staub darauf. Das ist dann auch immer ein sehr schönes Gefühl. In diesem Sinne hoffe ich, dass ihr im nächsten Video wieder mit dabei seid. Das nächste Video gibt es dann wieder mit meinem Gesicht. Das müsst ihr dann leider wieder ertragen. Und bis dahin wünsche ich euch einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne Woche, einen wunderschönen Abend, je nachdem, wann ihr dieses Video guckt, oder auch eine gute Nacht. Bye, bye.